This concept is a very important concept in my approach. Also die Disziplin, die nicht trennt, ist ganz entscheidend wichtig in meinem Ansatz. When you realize that the attachment is the most important factor in the child's attachment to the parent, then we realize that this is sacred. This is what must be preserved. Also die Bindung an die Eltern ist das Allerwichtigste und sozusagen heilig. Das muss auf jeden Fall bewahrt werden. The child must be able to develop a deep attachment with parents to create the context for raising that child. Das Kind muss die Möglichkeit haben, eine tiefe Bindung an seine Eltern zu entwickeln, damit der Kontext entsteht, in dem Erziehung möglich wird. The problem with prevailing parenting approaches in North America, and that may be in Germany as well, is that the three most common approaches to discipline actually harm the relationship. Und das Problem bei den Erziehungsmethoden, die in Nordamerika und auch Europa heutzutage benutzt werden, ist, dass die meisten Erziehungsmaßnahmen genau dieser Bindung Schaden zufügen. Now I have written a chapter in the book. There is a chapter on the book that talks about this, so I won't elaborate it at this time. Also ich habe im Buch ja ein Kapitel darüber geschrieben, deswegen führe ich das jetzt hier nicht lang und breit aus. But I'll outline the problem of contemporary prevailing or contemporary discipline approaches. Aber ich führe mal die wichtigsten gegenwärtigen Herangehensweisen in der Erziehung kurz an. 82% of pediatricians in North America recommend using the relationship against the child. 82% der Kinderärzte in Nordamerika empfehlen den Eltern, die Beziehung gegen das Kind zu benutzen. This is usually called time out. Das heißt, wird als Auszeit betrachtet, also dass man das Kind aufs Zimmer schickt. What is involved is isolating the child or withdrawing contact and closeness until the child promises to behave. Also man isoliert das Kind und zieht den Kontakt und die Verbindung zurück, bis das Kind verspricht, sich gut zu benehmen und brav zu sein. This is a very common discipline practice in North America, and what it does is it wounds, it provokes defenses against attaching in the child. Das ist eine sehr übliche Erziehungsmethode in Nordamerika. Und was passiert ist, dass das Kind Verteidigung gegen Bindung entwickelt, weil das so weh tut. Children are not going to give parents their hearts when the parent uses the relationship against the child. Kinder schenken ihren Eltern nicht ihr Herz, wenn die Eltern die Beziehung gegen das Kind verwenden. So the proper context for raising the child doesn't develop. So entwickelt sich der geeignete Kontext, um ein Kind zu erziehen, nicht. The other common approach is to use what children care about against them. Die andere übliche Herangehensweise ist, dass wir das, was Kindern wichtig ist, gegen sie verwenden. This is commonly called consequences. Das wird gerne als Konsequenzen bezeichnet. What we actually do is we look for what a child is attached to, and then we use their attachments against them. Und was wir in Wirklichkeit tun, ist, dass wir schauen, was dem Kind wichtig ist und dann diese Bindung, die das Kind hat, gegen sie verwenden. And why would any child want to be in relationship or want to develop a deep relationship with somebody that used what they care against them? Und warum sollte ein Kind eine tiefe Bindung zu jemandem entwickeln wollen, der das, was ihm wichtig ist, gegen es verwendet? Certainly, if our spouses, if our wives, our husbands use the relationship against us or what we cared about against us, it would keep us from falling deeply into attachment with them. Und wenn wir das auf unsere Partner übertragen würden, wenn unsere Frau oder Mann das, was uns wichtig ist, gegen uns verwenden würde, uns sicher davon abhalten, eine tiefe Beziehung einzugehen. And the other problem that has happened in parenting
is that parents try to get on top of a problem and think that addressing a problem is what you do in the incident where troubling behavior occurs. Das dritte Problem in der heutigen Erziehung ist, dass die Eltern glauben, sie müssten das Problem sofort beherrschen und in den Griff kriegen und im selben Augenblick die Erziehung greifen lassen. So we've confused incident management with addressing problems. Also wir verwechseln das Fertigwerden mit der Situation, mit Problemlösung, Most mit Ansprechen parents von Problemen. will ask, for instance, what do I do when my child misbehaves? Die meisten Eltern fragen zum Beispiel, was soll ich machen, wenn mein Kind sich schlecht benimmt? That's not where you can address the problem. Und so kann man aber nicht an das Problem herangehen. Also in dieser Situation kann man nicht das Problem ansprechen. The most important thing to do when a child misbehaves is to be able to do no harm. Das Wichtigste, was wir tun müssen, wenn ein Kind sich schlecht benimmt, ist, dass wir keinen Schaden anrichten. To preserve the relationship and to be able to pave the way for dealing with the problem at a later time. Dass wir die Bindung, die Beziehung bewahren und dass wir in der Lage sind, praktisch einen Weg zu bahnen, um das Problem später zu lösen. So in my book I talk about seven different ways of imposing order on children's behavior that is attachment safe. Und in meinem Buch spreche ich da sieben verschiedene Wege an, um mit Verhalten von Kindern umzugehen. And I won't take a whole lot of time to address those now. I'll just introduce them and so that you can see them in this context and then read about them further in the book. Und ich erwähne sie jetzt nur kurz und Sie können das dann später im Buch weiter an nachlesen. The first thing is to do all things in a context of connection. Also das Erste ist, dass wir alles im Zusammenhang von Verbindung tun. This would be the same as your relationship with your husband and wife. Das wäre genauso bei der Beziehung zu Ihrem Mann oder Ihrer Frau. Or with a good friend. Oder einem guten Freund oder Freundin. That is, when you're going to address a problem, you want to make sure that you have a sense of connection first. Also wenn man über ein Problem spricht, dann wollen wir zunächst sicher gehen, dass ein Gefühl der Verbindung da ist. As soon as you lose that sense of connection, then you no longer have a context to talk about the problem. Und wenn wir dieses Gefühl der Zusammengehörigkeit und Verbindung verlieren, dann ist nicht länger der richtige Kontext da, um über das Problem zu sprechen. So I often say to parents, imagine if you could, that if you go to hold your child's hand, they're holding your hand back. Ich sage also oft den Eltern, stellt euch vor, wenn das möglich ist, dass wenn ihr die Hand des Kindes nehmt, haltet, dann hält auch das Kind eure Hand. Now, when you have this sense of connection, try to address the problem that you were needing to address. Und dann, wenn wir dieses Gefühl der Verbindung haben, dann können wir versuchen, das Problem anzusprechen, worum es geht. As soon as you lose the sense of connection, then bite your tongue. Don't proceed. Und so wie wir dieses Gefühl der Verbindung verloren haben, dann müssen wir unbedingt den Mund halten und nicht weiter darüber reden. If you have a difficulty making this connection or preserving this connection, then it indicates that you have a relationship problem with your child. Und wenn du Schwierigkeiten hast, dieses Gefühl der Verbindung herzustellen oder aufrechtzuerhalten, dann ist es ein Zeichen dafür, dass du mit diesem Kind ein Verbindungsproblem hast. When you honor this principle, then it preserves the child's desire to be good for you. Und wenn wir dieses Prinzip ehren, dann erhalten wir den Wunsch des Kindes, es uns recht zu machen.